Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier beim Team Altona Webinar. Mein Name ist Professor Bergmann. Ich leite die dritte Medizin der Klinik Altona. Wir vereinen die Fachbereiche Kardiologie, Pneumologie und internistische Intensivmedizin. Haben in diesen Zeiten natürlich auch viel mit der Beherrschung der Covid-Pandemie zu tun. Wir wollen uns heute Abend aber einem auf Dauer hoffentlich noch sehr viel spannenderem Thema widmen. Das ist nämlich die Luftnot, Herz oder Lunge. Und ich habe ein paar Dias mitgebracht, die hoffentlich für Sie von Interesse sind, über Diagnostik und Therapiemöglichkeiten. Und anschließend an den ungefähr 20-minütigen Vortrag werden wir Gelegenheit haben, ein bisschen zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Luftnot unter Belastung, Herz oder Lunge. Der Laie wird vielleicht als erstes immer daran denken, dass die Lunge hier die häufigste Ursache darstellen sollte. Dem ist aber nicht so. Wenn wir Patienten in unserer Notaufnahme angucken, Sie wissen, wir haben hier in Altona die größte Notaufnahme hier in der Stadt, dann würde man bei ca. 75% der Patienten eine Herzschwäche der einen oder anderen Form als Ursache der Luftnot feststellen können und in Anführungsstrichen nur bei 25%, das ist natürlich immer noch ein großer Anteil, Lungenerkrankungen. Lungenerkrankungen, um das kurz zu machen, da das jetzt nicht der Schwerpunkt des heutigen Abends sein wird, lassen sich häufig erklären durch einen Nikotinabusus. Es gibt auch seltenere andere Formen, natürlich auch Tumorerkrankungen, die wir hier diagnostizieren, zusammen mit den Kollegen der anderen Fachbereiche, insbesondere Radiologie. Aber was können wir im Bereich der Herzinsuffizienz tun? Nun, das sind erstmal ganz einfache Maßnahmen, die vielfach auch von niedergelassenen Kollegen mit durchgeführt werden. Wir haben die Ultraschalluntersuchung, die uns erstmal zeigt, ob eine Herzfunktion eingeschränkt ist oder ob das Herz eine normale Auswurfleistung hat. Wir haben inzwischen sogenannte Biomarker, sprich für Sie konkret eine Blutabnahme, in der wir auch wieder häufig inzwischen ambulant durchgeführt ein Eiweiß bestimmen können, das immer dann erhöht ist, wenn eine Herzbelastung auftritt. Ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen mit dem Pegelstand der Elbe. Wenn Luftnot besteht, Wasser in der Lunge ist, dann ist dieser Wert stark erhöht. Wenn aber Herz normal funktioniert und keine Luftnot ist oder keine Luftnot aufgrund der Herzschwäche, dann ist dieser Wert tatsächlich auch erniedrigt. Und hier sind schon dann einfache Diagnostiken möglich. Die Herzinsuffizienz ist so spannend und in gewisser Weise auch ein Spezialbereich für mich, weil es in den letzten Jahren einen großen Fortschritt im Bereich der medikamentösen und interventionellen Therapieoptionen gegeben hat. Und ich möchte gerne diese mit Ihnen im Folgenden einmal etwas durchgehen. Wir beginnen mit den Behandlung der Herzinsuffizienz nach den aktuellen Leitlinien. Ich habe die hier einmal auf Englisch mitgebracht, da wir in Deutschland auch nicht mehr isoliert uns betrachten, sondern gemeinsam mit europäischen Kollegen beraten, was denn die beste Therapieoption ist und deswegen nach europäischen Leitlinien arbeiten. Sie sehen hier einmal in einem Flussdiagramm von oben nach unten die Frage, ist die Herzfunktion eingeschränkt? LVEF kleiner 35% steht da. Das ist etwas, was wir mit dem Ultraschall bestimmen können, aber auch mit so modernen Methoden wie dem Cardio-MRT. Ist dies der Fall, fangen wir mit einer medikamentösen Therapie an. Das sind die gut bekannten sogenannten ACE-Hämmer oder Angiotensin-1-Rezeptorblocker. Der ein oder andere von Ihnen wird vielleicht damit behandelt. Das ist in Deutschland meist das Ramipril oder das Candesartan. Es gibt aber auch die sogenannte Device-Therapie. Die kommt aber dann zum Tragen, wenn das EKG verändert ist, wenn zum Beispiel ein sogenannter Linksschenkelblock vorliegt mit einer Breite von größer 130 Millisekunden. So etwas können wir im EKG sehen. Oder weitere Medikamente, wenn die Herzfunktion zu schnell ist. Ein Herzschwächepatient fährt besser, wenn die Herzschlag verlangsamt ist. Dann haben wir auch da gute Möglichkeiten der Behandlung.
Spannend finde ich hier immer wieder, und das ist die Basis der Therapie, das Sie unten rechts sehen, dass nämlich wassertreibende Medikamente, die sicherlich auch der ein oder andere von Ihnen erhält, gerade nur in einer Dosierung eingesetzt werden sollen, die es erlaubt, dass sich kein Wasser ansammelt, aber keine Dauertherapie sind, die die Erkrankung beeinflusst. Bei diesen Therapieoptionen hört es aber nicht auf. Das sind Leitlinien gewesen von 2016. Wir werden nächstes Jahr uns im Kreis der europäischen Fachgesellschaften erneut zusammensetzen und wie sonst auch im Rhythmus von 5 Jahren neue Therapieverfahren in die Leitlinien mit aufnehmen. Und da hat sich eine ganze Menge getan. Ich habe das hier einmal mit unserem Patienten in der Mitte, dessen Lebensqualität durch die Herzschwäche häufig genug doch stark eingeschränkt ist. Herzschwäche ist gekennzeichnet durch Luftnot, insbesondere unter Belastung. Damit wird die Aktivität eingeschränkt. Man muss häufiger mal ins Krankenhaus, wenn sich wieder Wasser in der Lunge findet. Und man stirbt leider auch früher. Aber für viele Patienten, die ich sehe, ist der Therapiewunsch vor allen Dingen daraus erwachsen. Wir haben es auch viel ja mit älteren Patienten zu tun, dass eben die Lebensqualität und die Selbstständigkeit in Gefahr ist und die Frage ist, ob wir da etwas tun können. Und tatsächlich können wir eine ganze Menge tun. Die oberen 3 Medikamente sind in den letzten Jahren oder werden in den nächsten Wochen in die Standardtherapie einfließen. Das gute alte Ramipril wird ersetzt durch eine Substanzgruppe, die wir als sogenannte ARNIs zusammenfassen. Es gibt allerdings nur einen Vertreter bisher, das ist das Entresto. Wir werden in den nächsten Wochen aber auch sehen, dass eigentlich ursprünglich für die Diabetestherapie zugelassene Medikamente, die sogenannten SGLT2-Inhibitoren, hier eine Rolle spielen. Und wir werden uns im weiteren Verlauf hier einmal im Kreis um diese verschiedenen Therapieverfahren drehen. Sie werden das die ja noch ein paar Mal sehen. Deswegen gehe ich jetzt gar nicht auf die anderen Details ein. Hier einmal ganz kurz die Frage der Dosierung der Medikamente, in diesem Fall des Entrestos. Das funktioniert nach einem vielleicht auf den ersten Blick etwas komplexen Schema, da wir aufpassen müssen, dass der Blutdruck nicht zu stark abfällt, wenn wir mit diesen Medikamenten anfangen. Insofern sind die Dosierungen abgestuft. Die niedrigste Dosierung ist die, mit der wir starten, wenn der Blutdruck nur bei 100 bis 120 ist. Wenn er aber über 120 ist, können wir gleich mit der mittleren Dosierung starten, die dann natürlich auch mehr hilft. Man soll dann die Medikation in der Dosierung steigern, so weit, wie es gut verträglich ist und der Blutdruck nicht unter 110 sinkt. Das ist durchaus diffizil und in der Praxis gar nicht so einfach umsetzbar. Es hängt auch viel damit zusammen, wie viel Wassertabletten gleichzeitig gegeben werden, wie viel man trinkt. Und wir betrachten das als ein gewisses Spezialgebiet für unseren Bereich. Das Spannende ist, und es ist schade, dass ich hier nur die Kurven mitbringen kann, aber nicht den Patienten selbst, weil dieser Patient, das war einer der ersten, mit denen ich vor 4 Jahren mit dieser Therapie gestartet bin, kam doch in einem sehr schlechten Zustand zu uns in die Behandlung. Die oberste blaue Linie zeigt diesen Marker, den ich vorhin schon mal einführte, das sogenannte NT-proBNP. Normalwerte sind unter 125. Man sieht hier, dass im Juli 2015 war das damals, der Wert schon bei 3600 lag. Das ist, wenn man das übersetzt, jetzt kurz vor Krankenhausaufnahme, weil zu viel Wasser in der Lunge ist, stieg dann bis auf 6000. Das sind Werte, wo man manchmal dann schon mit kreislaufunterstützenden Medikamenten arbeiten muss. Und wir konnten dann mit Einführung dieser neuen Medikation sowohl seine Luftnot als auch eben indirekt dann hier diese Biomarker massiv senken, bis auf 875. Das ist noch kein Normalwert, aber wie gesagt, parallel Leistungsfähigkeit des Patienten deutlich gesteigert, Selbstständigkeit erhalten und Luftnot so, dass sie ihn nicht mehr stört. Und das Verblüffende ist hier, dass wir in der Vergangenheit andere Medikamente hatten, da konnte man so einen Effekt teilweise erzielen, aber man hat gleichzeitig zum Beispiel Nierenfunktionen verschlechtert oder andere Probleme sich eingehandelt. Und das ist in den unteren beiden Kurven einmal dargestellt, dass der Charme dieses Therapieansatzes darin besteht, dass sich nicht nur die Herzfunktion, sondern zum Beispiel in diesem Fall auch die Ausscheidung von
Elektrolyten wie dem Kalium und auch das Zeichen der Nierenfunktion, das Kreatinin, stabilisieren ließ. Was kommt jetzt an neuen Medikamenten? Auch hier kann man eigentlich nicht anders sagen, das ist absolut faszinierend, was wir jetzt hier an neuen Daten und neuen Therapieansätzen bekommen. Viele Patienten werden das kennen, dass man mit Wassermitteln arbeitet. Die greifen an der Niere an. Wie funktioniert die Niere? Nun, das ist ganz einfach erklärt. Wir haben einen sogenannten Glomerulus, der zunächst erstmal jede Menge Wasser aus dem Blut herausfiltert. Und dieses Wasser wird aber über die sogenannte Henlesche Schleife, das ist hier dargestellt, praktisch vollständig wieder zurückresorbiert, bis dann am Ende der Harn mit den Giftsubstanzen, die damit ausgeschüttet werden, abfließt. Also erst wird alles rausgefiltert und dann wird es zurückresorbiert. Und wenn man jetzt einen bestimmten Rezeptor, das sogenannte SGLT2, blockiert, dann wird jede Menge Zucker, den man eh nicht im Körper unbedingt haben will, und das entsprechende Wasser abgeleitet. Und dieser neue Therapieansatz, sowohl Zucker zu beseitigen, das ist für Diabetespatienten interessant, aber auch auf diese Weise wasserlos zu werden, scheint einen dramatischen Effekt auf die Herzinsuffizienz zusätzlich zu den schon verfügbaren Medikamenten zu haben. Das versteckt sich hinter die für den Laien vielleicht auf Anhieb nicht so begeisternden Kurven. Was ist hier gemacht worden? Nun, das ist so wie bei jeder Einführung von neuen Medikamenten, bevor die zugelassen werden. Man muss Tausende von Patienten sogenannt doppelblind behandeln. Das heißt, weder Arzt noch Patient wissen, ob man ein Placebo oder das entsprechende Medikament erhält. Und man beobachtet dann, wie bestimmte sogenannte Endpunkte, das ist in diesem Fall die Pumpfunktion des Herzens, die Wiederaufnahme in die Klinik aufgrund von Herzschwäche, sich entwickelt. Sie sehen hier die untere Kurve, das sind die Patienten, die rückblickend, da wird das dann sogenannt entblindet, mit der Substanz behandelt worden sind. Und das sind die Patienten, die diese Therapie nicht erhalten haben. Jetzt macht der Unterschied zwischen den beiden Kurven nicht so dramatisch aussehen. Tatsächlich ist es so, dass auch die anderen Therapieformen, weil man die Grunderkrankungen natürlich nicht komplett beseitigen kann, in diesem Bereich liegen. Und trotzdem sieht man eben auch eine gefühlt bessere Leistungsfähigkeit. Und das ist mit zwei Substanzen getestet worden, sodass man bei beiden Substanzen hier jetzt diesen Effekt hat. Lassen Sie mich weitergehen. Wir waren jetzt bei den Medikamenten. Es gibt aber auch eine ganze Menge Ansätze und dafür ist meine Abteilung spezialisiert, die hier mit kleinen kathetergestützten Eingriffen aus der Leiste heraus zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit unserer Herzinsuffizienzpatienten beitragen kann. Ganz oben rechts ist einmal ein schön farbiges Bild. Das ist immer eine Spezialität meiner elektrophysiologischen Kollegen. Was hier dargestellt ist, ist ein Ausschnitt des Herzens, der sogenannte linke Vorhof. Und wir wissen durch Pionierarbeiten, die gerade mal erst so 15 bis 20 Jahre alt sind, dass der linke Vorhof die Quelle der einer Rhythmusstörung ist, nämlich des sogenannten Vorhofflimmerns. Und das Vorhofflimmern, das wissen wir lange, ist insofern abträglich für einen Herzinsuffizienzpatienten, weil sozusagen der Turbo fürs Herz fährt. Stellen Sie sich vor, Ihr Golf GTI wird der Turbo abgeschaltet, dann ist nicht mehr viel los mit der Motorkraft. Und so ähnlich ist es tatsächlich, wenn das Herz mit dem Älterwerden aus dem Sinusrhythmus, dem regelmäßigen Herzrhythmus, wo der Vorhof ein bisschen mitpumpt, in ein Vorhofflimmern fällt. Man kann damit sehr alt werden, aber die Zusatzleistung des Vorhofes mit einer Vorlaststeigerung, einem Turbolader des linken Ventrikels, der das Blut dann durch das Herz pumpt, die fehlt halt. Und es war lange unklar, ob jetzt bei diesen Patienten der Erhalt des Sinusrhythmus, also des regelmäßigen Herzrhythmuses, des Rhythmus ist auch nicht so lange möglich, weil frühere medikamentöse Ansätze da häufig gescheitert sind. Nur die Ablation, also eine elektrische Isolierung der Pulmonalvenen, die gerade hier in der Stadt in verschiedenen Zentren, unter anderem unseren, sehr erfahren durchgeführt wird,
erlaubt es überhaupt, im Sinusrhythmus zu bleiben. Und diese Studie, die sich Castle AF nennt, also wie das Schloss, war die erste, die vor ungefähr anderthalb Jahren dann abschließend zeigen konnte, dass gerade für Patienten mit Herzinsuffizienz der Erhalt des Sinusrhythmus einen großen Vorteil darstellt. Die Patienten, die eine Ablation erhalten hatten, waren deutlich seltener wieder in der Klinik über einen Zeitraum von 60 Monaten als die Patienten, die das nicht erhalten haben. Und seitdem gehört dieser Therapieansatz tatsächlich auch zum Standard. Gehen wir weiter im Kreis der möglichen Maßnahmen. Wir waren jetzt bei Rhythmusbehandlungen. Im Bild hier habe ich ein kleines Bild einer Herzkranzgefäßes gezeigt und diese kleinen sogenannten Struts hier, das sind unsere Metallstents, die ganz dünn an den entsprechenden Stellen engstellen, die sich über das Leben hinweg häufig genug bilden. Wenn das sich ganz verschließt, nennen wir das ja Herzinfarkt, aber auch Verengungen führen dazu, dass das Herz nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und dann die Pumpleistung einschränkt. Und die Herausforderung war hier immer, dass insbesondere, wenn der sogenannte Hauptstamm betroffen ist, das ist das kurze gemeinsame Stück der beiden linken Herzkranzgefäße, lange Zeit die Bypass-Therapie die einzige Möglichkeit war. Und das ist für einen 75-80-jährigen Patienten häufig genug doch eine schwere Belastung. Und insofern sind wir seit Jahren in der Verbesserung der Techniken, auch der Stent-Techniken in diesem Bereich beschäftigt. Und wir haben hier auch gute Fortschritte erzielt, sodass wir sagen können, wir sind inzwischen gleichwertig einer Bypass-Operation, solange die Ablagerungen nicht zu komplex werden und wir in allen drei Gefäßen mit etlichen Stents arbeiten müssten. Aber die isolierte Hauptstammstenose ist keine Indikation mehr, jetzt ausschließlich an eine Bypass-Operation zu denken. Die bleibt eine gute Möglichkeit, aber wir haben hier zeigen können in dieser Arbeit, die ich vor einigen Jahren mit Kollegen publizieren konnte, dass wir in der Verbindung neuer Techniken, dieser Bildgebungstechnik, der sogenannten OCT-Technik, die Sie hier sehen, plus Spezialballons genauso gute Ergebnisse haben, wie wenn man sich operieren lassen würde. Weitere Ansätze hier, und ich hoffe, das bleibt für Sie interessant. Ich bin zumindest immer wieder fasziniert, welche Möglichkeiten wir hier inzwischen haben, ist die Behandlung von Herzklappenveränderungen. Herzklappen können Sie sich so ein bisschen so vorstellen wie die Ventile beim Auto. Auch da ist es so, wenn das Ventilspiel nicht mehr gut funktioniert, wird die Leistung herabgesenkt. Ähnlich ist es am Herzen. Wenn die Aortenklappe verengt ist, dann muss das Herz mehr arbeiten, um genauso viel Sauerstoff durch den Körper zu bekommen. Da kann man auch wieder operieren, aber man kann eben gerade beim älteren Patienten inzwischen auch eine Herzklappe durch die Leiste einsetzen, die mindestens so gute oder vielleicht sogar für einige Patienten bessere Ergebnisse hat, wie wir inzwischen wissen, genauso lange haltbar ist und hier eine gute Therapieoption darstellt. Das Gleiche gilt für die sogenannte Mitralklappe. Das ist die Herzklappe, die sich zwischen Vorhof und Herzkammer befindet. Und hier ist die sogenannte Mitralklipp-Therapie ein neuer Therapieansatz, den wir in Hamburg seit 12 Jahren, glaube ich, optimieren. Damals kam die Technik zuerst auf und wo insofern jetzt ein großer Fortschritt erzielt wurde, als dass tatsächlich nachgewiesen wurde, welchen Benefit diese kleine Klammer, die Sie hier unten sehen, das ist das Einzige, was im Körper verbleibt. Dieser ganze Halterbrat wird nachher entfernt. Und diese Klammer ist in der Lage, die Undichtigkeiten der Mitralklappe wegzuklippen. So nennen wir das tatsächlich. Und auch hier wieder ein vielleicht für einige etwas langweiliger, aber für den Wissenschaftler immer wichtigen Dart, die blaue Kurve, sind Patienten, die hier über 2 Jahre nachverfolgt wurden, die eine alleinige medikamentöse Therapie bekommen haben. Die grüne Kurve sind die Patienten, die eine Mitralklipp-Therapie in der entsprechenden Indikation, natürlich nur bei höhergradiger Undichtigkeit der Klappe, erhalten haben. Und auch hier wurde vor allen Dingen geguckt, wie häufig muss man mit seiner Herzinsuffizienz ins Krankenhaus,
weil man zum Beispiel keine Luft mehr kriegt. Und Sie sehen hier, dass die Rate an Patienten, die so ein Schicksal erlitten, tatsächlich beinahe halbiert werden konnte. Das ist ein dramatischer Effekt und hat bestätigt, dass der Ansatz, den wir in verschiedenen Hamburger Kliniken, unter anderem hier in Altona, eben schon lange verfolgen, dass wir nämlich diese Undichtigkeit beseitigen, tatsächlich auch den gewünschten Effekt hat. Lassen Sie mich weitergehen. Wir kommen zu einer Innovation. Ich hatte Ihnen bisher Therapieverfahren gezeigt, die vor allen Dingen bei Patienten mit eingeschränkter Pumpfunktion und Luftnot zum Einsatz kommen. Es gibt aber eine ganz große Patientengruppe, der wir bisher nicht viel anbieten konnten. Das sind die Patienten, die Luftnot haben, obwohl die Herzleistung eigentlich normal ist. Und hier zeichnet sich gerade ebenfalls eine kleine Revolution ab. Und zwar ist lange schon bekannt, dass die Versteifung des Herzmuskels mit dem Älterwerden auch Luftnot hervorruft bei vielen Patienten. Und das liegt daran, dass gerade unter Belastung der Blutdruck im Herzen, konkret in der linken Vorkammer, so weit ansteigt, dass das Blut aus der Lunge da nicht mehr reinfließen kann, sich zurückstaut und dann Luftnot macht. Und der Gedanke ist naheliegend, ob man diesen Druck nicht entlasten kann durch einen kleinen Shunt. Solche kleinen Schirmchen sind gebaut worden und inzwischen in Studien untersucht worden. Sie sehen das hier einmal dargestellt. Unter Ruhebedingungen passiert nicht viel, aber unter Belastung kann der Überdruck aus dem linken Vorhof nach rechts abgeleitet werden, in die rechte Herzkammer. Solange man das nicht zu groß macht, leidet die rechte Herzkammer darunter auch nicht und es kommt zu keinem Blutdruckanstieg, das ist hier gezeigt, und damit auch keine Stauung zurück in die Lunge. Das sieht so ungefähr aus und hier ist ein beispielhafter Eingriff mal gezeigt über die Leiste, den ich vor einiger Zeit durchgeführt habe. Man sieht hier dieses kleine Schirmchen und diese Farbe kennzeichnet den Durchtritt des Blutes von dem linken Vorhof in die rechte Herzkammer. Und das ist hier das Schirmchen, was wir da einsetzen. Und das Spannende war, dass auch mit diesem Eingriff gezeigt werden konnte, dass bei entsprechend ausgewählten Patienten sowohl mit eingeschränkter Pumpfunktion als auch mit erhaltener Pumpfunktion, das ist hier das auf der rechten Seite, 70% tatsächlich länger eine längere Strecke laufen konnten. Das ist ein bewährter Test, der sogenannte 6-Minuten-Gehtest, im Vergleich zur Situation, bevor wir ihnen den Shunt eingesetzt haben. Wir kommen weiter und Sie haben vielleicht schon gesehen an diesen Therapieverfahren, das ist etwas, das gelingt nur, wenn eine gewisse Spezialisierung vorliegt. Die Methoden, die ich Ihnen gezeigt habe, liegen auch natürlich alle nicht in einer Hand, sondern sind davon abhängig, dass sich eine Gruppe von Spezialisten für jeden Bereich zusammenfindet. Und gerade mit unserem schönen Standort Altona hier an der Elbe liegt der Vergleich nahe, dass diese Erkrankung, die Herzinsuffizienz, wirklich Lotsenterrain ist. Die Sandbänke, die wir da auf Schweinesand und andere sehen, sind die notfallmäßigen Krankenhausaufnahmen, die wir möglichst vermeiden können. Und wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um als Lotse bei dieser Erkrankung Sie hier sicher durch das Fahrwasser zu leiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ergänzend muss ich noch sagen, dass die Beispiele, die wir hier genannt haben, natürlich noch viel weiter ergänzt werden können. Nicht näher bin ich eingegangen auf die Schrittmachertherapie, die bei der Herzinsuffizienz eine ganz, ganz große Rolle spielt, schon länger verfügbar ist, aber nach wie vor Basis der Therapie ist. Ich darf jetzt einmal die erste Frage vorsehen. Kann es sein, dass, wenn man als Kind Tuberkulose hatte, im Alter Luftnot bekommt und sich das auch auf das Herz auswirkt? Sehr interessant, das bringt ja die beiden Organe Herz und Lunge hier zusammen. Tatsächlich ist es so, dass es sehr ungewöhnlich wäre, wenn eine Tuberkulose im jungen Alter tatsächlich zu einer Luftnot im Alter führt. Wenn ich ihr Alter betrachte, wären da andere Verdachtsdiagnosen an erster Stelle. Ganz häufig sehen wir, dass zum Beispiel schwankende Blutdruckwerte eine große Rolle spielen. Ein Thema, was ich jetzt noch nicht aufgegriffen habe, was aber hinter vielen der Erkrankungen steht, auch die wir hier beschrieben haben.
Gleichzeitig muss man auch im fortgeschrittenen Alter, das heißt also 65, 70 Jahre und höher, bei neu aufgetretener oder sich verschlechternder Luftnot als erstes auch immer an eine Durchblutungsstörung denken, die wir mit einer Herzkatheteruntersuchung, aber auch Untersuchungen von außen ausschließen müssen, bevor man sich weiteren Sachen zuwendet. Sicher kann ich sagen, dass man Luftnot in dem Alter sicherlich nicht einfach so hinnehmen muss, sondern dass sich wirklich, wenn man genau genug guckt, hier meist einen Ansatzpunkt findet, das zu stabilisieren und zu verbessern, sodass die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt ist. Ich danke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.